Das Fliegen ist eine der sichersten Art und Weisen, sich fortzubewegen. Das ist eigentlich keine Frage. Und vom Ding her, mal abgesehen von dem ganzen Stress, den man vielleicht am Flughafen mal haben kann oder den man vielleicht hat, wenn man diesen Sommer in ein Flugzeug einsteigen muss, das weiß lackiert ist und alt und von weit her geholt, obwohl man bei der Airline seines Vertrauens gebucht hat, mal abgesehen von diesem ganzen Stress, den man haben könnte, ist es doch eigentlich auch unkompliziert und schnell und einfach. Im Normalfall funktioniert das einfach alles. Und um das Wetter macht man sich da gar keine Gedanken mehr. Schon gar nicht als Passagier, für den das Fliegen mittlerweile Alltag geworden ist. Dass das Wetter aber ganz eng mit der Flugsicherheit zusammenhängt und auch durchaus das Fliegen bestimmen kann und das Fliegen kontrollieren kann und das Fliegen stark einschränken kann, das vergisst man dabei schnell. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und eigentlich, wenn man ehrlich ist, mache ich ja irgendwie mehrfach pro Jahr immer mal wieder ein Video, wo es darum geht, dass irgendein deutscher Flughafen mal wieder nicht mit Schnee klarkommt. Und dann kommt es zu langen, nervigen Verspätungen. Und obwohl es doch eigentlich jedes Jahr aufs Neue immer wieder das Gleiche ist und es sich immer wieder in ähnlicher Art und Weise wiederholt, ist irgendwie jeder überrascht und wundert sich, wie es sein kann, dass so ein bisschen Schnee einen ganzen Flughafen lahmlegen kann. Es ist doch eigentlich nur Wetter. Aber man unterschätzt das schnell mal. Gerade das Wetter spielt auch noch in der modernen Zivilluftfahrt eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle. Und das mag einem vielleicht als Passagier, der ganz normal hier und da immer mal wieder, am besten noch mehrfach die Woche in ein Flugzeug einsteigt, das mag einem vielleicht schnell mal ein bisschen fremd vorkommen, weil ein Flugzeug hält doch heutzutage eh alles aus und die Dinger können doch auch eh mittlerweile alles alleine machen. Das war Ironie und wenn man da nicht vernünftig aufpasst, dann kann das Wetter auch schnell mal zu einer richtigen Gefahr werden. Damit man möglichen Gefahren jedoch von Anfang an aus dem Weg gehen kann, analysiert und beobachtet man und man erstellt Vorhersagen, auf deren Basis man sich dann vorbereiten kann. Das ist in der Fliegerei natürlich, ist keine Frage, ganz, ganz wichtig. Ganze Flugrouten werden dahingehend angepasst, entsprechende Ausweichflughäfen werden ausgewählt, bei denen das Wetter entsprechend sein muss. Und naja, es werden entsprechende Flughöhen gemieden oder ganze Gebiete umflogen. Ein gutes Beispiel oder beziehungsweise jetzt vielleicht ein bisschen extremes Beispiel, aber ein Beispiel, was verdeutlicht, dass Wetter beziehungsweise die Natur durchaus eine ganze Menge tiefgreifende Auswirkungen auf die moderne Zivilluftfahrt haben kann, ist sicherlich der Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island im Jahre 2010. Da waren teilweise Mitte April und auch noch Anfang Mai einige Tage, da war es teilweise komplett verboten, unter Instrumentenflugregeln zu fliegen. Und das in fast ganz Mittel- und Nordeuropa. Da gab es nämlich in der Vergangenheit auch schon den einen oder anderen ziemlich unangenehmen Vorfall. Zum Beispiel im Jahre 1982 bei einer Boeing 747 der British Airways oder im Jahre 1989 bei einem Jumbo der KLM. Beiden Fliegern sind beim Durchfliegen einer Aschewolke alle vier Triebwerke ausgefallen und man konnte die Triebwerke nach und nach dann auch erst wieder nach ein paar tausend Metern Sinkflug starten. Im Jahre 2010 beim Ausbruch des Vulkans da auf Island, da sind die Fluggesellschaften dann teilweise normale Flüge unter Sichtflugregeln geflogen in geringer Flughöhe, weil das war da noch erlaubt. Man hat ja tatsächlich mehrere Tage, und das gab es vorher so noch nie in Deutschland, es war einfach verboten, unter Instrumentenflugregeln Flüge durchzuführen. Das reguläre Fliegen hat man damals vor knapp 8,5 Jahren nicht untersagt, weil man wusste, dass es dann sofort zu Abstürzen kommen würde, sondern vielmehr aufgrund von Computerberechnungen, die dann zusammen mit der Vorsicht, die man hat walten lassen, zu diesem Verbot geführt haben. Denn Sicherheit steht im Idealfall nun mal ganz oben auf der Liste. Aber das war ja jetzt auch nicht nur ein bisschen Wetter, sondern das war natürlich ein riesen Naturereignis, deswegen ein kleines Extrembeispiel. Aber es gibt durchaus auch Vorfälle, wo normal schlechtes Wetter für ziemlich interessante Landungen gesorgt hat. Zum Beispiel Gewitter mit Hagel. Kommt immer mal wieder vor. Und jetzt gerade hält das schlechte Wetter in Japan Flugzeuge am Boden. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht normal schlechtes Wetter, sondern da ist vor 2 Tagen der stärkste Taifun seit 25 Jahren über Teile des Landes gezogen. Man hat Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde gemessen. Und da startet oder landet natürlich kein Flugzeug. Und dazu kommt, dass man einen japanischen Großflughafen, der mit zu den größten des Landes gehört, zurzeit sowieso nicht mehr gebrauchen kann, denn der Kansai International Airport nahe Osaka, ein Flughafen, der etwa 5 Kilometer vor der Küste auf einer extra dafür aufgeschütteten, künstlich aufgeschütteten Insel aufgebaut wurde, dieser Flughafen steht aufgrund des Sturms gerade mehr oder weniger komplett unter Wasser. Im Internet hat man zu diesem Thema sicherlich schon ein paar wirklich beeindruckende Bilder gesehen. Der Taifun, so nennt man übrigens einen tropischen Wirbelsturm da unten in der Region, hat einfach das Wasser über die schon 5 Meter hohen Schutzdämme auf das Flughafengelände gedrückt.
und die ältere der beiden Bahnen und auch die kürzere der beiden Bahnen, die eigentlich sonst so 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel lag, die liegt jetzt teilweise 50 cm darunter. Und diese Runway ist jetzt wohl contaminated. Laut Definition ist eine Runway contaminated, wenn mindestens 25% der Oberfläche der Bahn mit zum Beispiel stehendem Wasser von mindestens 3,0 mm bedeckt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Performance-Programme von Airbus und Boeing darauf reagieren, wenn man dann einfach mal 500 mm eingibt. Spaß beiseite, der Flughafen ist natürlich schwer beschädigt. Flugzeuge standen teilweise bis zu den Triebwerken im Wasser. Und vor allem die Terminals, also die Abfertigungsgebäude des Flughafens, haben ordentlich was abbekommen und halt eben diese eine Start- und Landebahn. Bis gestern saßen übrigens knapp 3000 Menschen noch auf der Flughafeninsel fest und konnten dann gestern erst mit Booten oder mit anderen Transportmitteln von der Insel runtergeschafft werden. Die zweite Start- und Landebahn des Flughafens ist damit auch die längere Bahn, die ist knapp 4000 Meter lang. Die wurde auch erst im Jahre 2007 fertiggestellt, steht wohl auch ein bisschen stabiler, die hat wohl keinen wirklich ernstzunehmenden Schaden abbekommen. Da ist wohl alles in Ordnung. Trotzdem wird es wohl noch mindestens eine Woche dauern, bis man den Flughafen überhaupt erst wieder in Betrieb nehmen kann. Normalerweise werden am Kansai International Airport pro Jahr etwas mehr als 20 Millionen Passagiere abgefertigt. Das ist in etwa die Größenordnung wie der Düsseldorfer Flughafen. Tja, jetzt geht da aber erstmal gar nichts mehr. Und das Wetter kann also durchaus mal ein bisschen zu doll zum Fliegen sein. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und da muss ich heute noch ein großes Dankeschön raushauen. Tut mir leid, es ist ein bisschen verspätet, aber in den letzten Tagen konnte ich leider kein Video machen. Ein großes Dankeschön geht noch raus an Lars, der mich seit ein paar Tagen jetzt ganz tatkräftig und großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.